Ja, vielen Dank, Dagmar Berghoff. Kleiner Wetterbericht aus Guadalajara noch drangehängt von Schnee. Nun wirklich keine Spur, obwohl wir hier auf 1600 Meter Höhe ungefähr sind. Im Gegenteil, die Temperaturen so langsam nahe 30 Grad. Günter Netzer, zu Anfang hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass die deutsche Mannschaft tatsächlich Akklimatisierungsprobleme hatte. Oder war es nur der zu große Respekt gegenüber den Brasilianern? Und der war auch angebracht. Man muss vor dieser brasilianischen Mannschaft Respekt haben. Man konnte nicht erwarten, dass die deutsche Mannschaft hier wie Himmelsstürmer auftritt und von Anfang an das Spiel in die Hand bekommt. Das ist nicht der Fall gewesen. Sie haben sich sehr, sehr klug verhalten. Sie haben aus einer sehr guten Abwehr heraus operiert. Es ist Ordnung im Spiel der deutschen Nationalmannschaft gewesen. Das Zweikampfverhalten, vor allen Dingen in der Abwehr, bei Burns und Linke, ganz hervorragend. Im Mittelfeld hat man auch die Räume eng gemacht, sodass man für die Anfangsphase sehr, sehr zufrieden sein muss. Mhm, was gefehlt hat, ist einfach der Weg nach vorn. Das ist vielleicht für den Augenblick auch ein wenig zu viel verlangt. Auf der anderen Seite muss man sagen, manchmal kann einem Angst und Bang werden, nicht? Wenn man sieht, wie die mit dem Ball umgehen können, wie fertig die sind am Ball und vor allen Dingen, was es für Chancen sich daraus so ergaben. Es fehlte manchmal ja nur das letzte Zentimeterchen. Wir schauen mal auf eine Szene aus der 16. Minute, stellvertretend für viele so quasi Chancen auf Seiten der Brasilianer. Ja, sie haben Peter. Und er trifft ihn auch genau im richtigen Augenblick. Er vergeudet keine Zeit. Nur die Richtung hat nicht gestimmt. Erstklassig gemacht. Was auch bei dieser Szene auffiel, die Brasilianer durchaus in der Lage, den Körper einzusetzen. Da haben sie dazugelernt. Ja, das kann man vergessen, dass die Brasilianer einfach körperlos spielen, dass sie einfach nur ihre Technik ins Spiel bringen. Brasilianer der neuesten Zeit spielen sehr, sehr körperbetont. Da geht es wirklich zur Sache in der Abwehr und auch im Mittelfeld pflegen sie einen sehr, sehr aggressiven Fußball. Und trotzdem sieht man, was passiert, wenn man den Respekt ablegt und selber seine Chancen nutzt. Wir schauen auf die Chance, in der ersten Halbzeit möchte ich sagen, schlechthin. Und so Preetz diese Chance eröffnet, aber es war durchaus eine sehr, sehr gute Chance. Lehmann wäre gut beraten, einen brasilianischen Pass zu beantragen. Also da scheinen die nicht die stärksten Kräfte zu haben zwischen den Pfosten. In der Tat, ja. Eine Frage drängt sich auf, was ist los mit dem Rasen? Also manchmal hat man das Gefühl, da ist ein ganz lockerer, weicher Boden. Heiß ist es, aber es scheint doch ziemlich geregnet zu haben heute Nacht. Ja, nicht nur heute Nacht. Es hat die ganze Zeit hier enorm geregnet. Und dieser Rasen ist anders beschaffen, als wir ihn aus Deutschland kennen. Er hat nicht diese Festigkeit, wie wir ihn gewohnt sind. Und wenn da Regen drauf fällt, ist ein dichteres, viel dichteres Gras. Wenn das vermischt wird mit Regen, ist natürlich sehr, sehr viel rutschiger, wo beide Mannschaften darunter auch manchmal zu leiden haben. Wenn wir mal auf die Aktivposten schauen bei der deutschen Mannschaft aus der ersten Halbzeit, Mirmin Scholl fiel da auf durch einige individuelle gute Szenen, aber für meine Begriffe auch einer, der sich reingefunden hat von Minute zu Minute, der Michael Ballack. In der Tat, ja, das muss man sagen, ist eine positive Erscheinung in unserem Spiel. In der Anfangsphase standen natürlich unsere Abwehrspieler im Vordergrund. Hier muss ich vor allen Dingen Burns nennen, der ein hervorragendes Spiel macht. Auch Linke ganz hervorragend. Das ist etwas, was mir sehr gefallen hat. Aber die Einstellung, die Bereitschaft der Mannschaft, tatsächlich hier etwas zu schaffen, was im Grunde nicht zu schaffen ist. Das ist etwas, was mich gefreut hat. Und von Minute zu Minute haben sie ihr Spiel weiterentwickelt. Man kann im Grunde während 90 Minuten oder weniger auch die Brasilianer nicht unter Druck setzen. Aber wenn man dieses schafft, auch für wenige Zeit, dann sind sie durchaus anfällig, wie man gesehen hat in der Schlussphase. Dann können wir auch unsere Chancen entwickeln. Die Zuschauer sehen das ein bisschen anders hier im Stadion. 70.000, die wollen einfach Torraumszenen sehen. Zumal sie es eigentlich ja nur mit der einen oder anderen Mannschaft nicht so ganz mit dem Herzblut halten. Gab schon die ersten Pfiffe für die Brasilianer, die gerade aus der Kabine gekommen sind. Ich hoffe, demnächst gibt es nur noch Beifall. Und wir schauen auf die zweite Halbzeit in diesem Spiel Brasilien gegen Deutschland mit Heribert Fassbender.